Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog und es wird wahrscheinlich der chaotischste Vlog, was so die ganze Grundsituation zu Hause angeht, weil die Gerüste kennt ihr ja schon lange. Jetzt sind gerade die nächsten Gerüstteile geliefert worden, denn es wird jetzt auch die Halle, ich weiß nicht, ob es heute schon dann alles angefangen wird, ich denke es mal, die Halle eingerüstet. Und das Wohnhaus noch eingerüstet. Ich werde wahnsinnig irgendwann. Aber das Ende ist ja in Sicht. Es kamen jetzt auch endlich die ersten Teile für die Halterungen, für die Solaranlage oben. Ist halt mit Liefertermin alles gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, die ersten Teile kamen. Nächste Woche sollen dann die Platten kommen und montiert werden. Und ja, da fehlen halt jetzt noch... Hallo! Die letzten Gerüstteile. Es wird ein Abenteuer. Naja. Oh. Viel Spaß erstmal. Und wir fangen jetzt einmal an zu reiten und nochmal ein paar Sprünge zu machen mit den beiden. Ich nehme Cloni, Katrin nimmt Christmas, hatten wir gestern schon so rum. Das letzte Mal hatten wir genau andersrum, die beiden. Hi. Und um das jetzt heute direkt nochmal von gestern zu festigen, machen wir heute gleich noch einmal ein paar Sprünge. Diese kleinen Halterungen seht ihr auf den Dächern schon. Da kommen dann eben die... Hallo. Wenden bitte. Die Schienen drauf und auf die Schienen dann die Platten. Irgendwie so. Hallo, können wir weitergehen? Ist nur ein Anhänger, ist nicht schlimm. Ja, und da vorne am Stall seht ihr auch schon, hat sich auch einiges getan. Und auch hier hat sich einiges getan. Denn das war ja ein Holzhaufen, der ging bis zu dieser Schaufel und riesengroß hoch. Und es ist fast alles weg. Ich mache beide schon mal fertig. Cloni bemert schon. Dann können wir gleich zusammen anfangen. Paula kann uns immer Sprünge mit aufbauen und dann sind wir ganz flott fertig. Ja, und hier sind die nächsten Gerüste auch schon angefangen. Da stehen die nächsten Teile. Ich weiß gar nicht, wie sie es aufbauen, ob hier auch was dran kommt. Glaube ich eher nicht. Wird bestimmt von außen irgendwie aufgebaut. Keine Ahnung. Die werden das schon hinkriegen. Wir haben gestern die beiden durch die Diagonale einmal nur gehabt und jetzt haben wir hier auf die lange Seite noch mal zwei mit aufgebaut, aber die werde ich noch ein bisschen weiter vorziehen, dass die so ein bisschen mittiger stehen, weil sonst ist hinten für die jungen und großen Pferde, glaube ich, schon ganz schön eng, dass das, ja gut, dann ist der ein bisschen, dann stelle ich lieber den noch mal um. Und die haben hier ein bisschen mehr Platz. Hallo? Du Hübscher? Ich muss gleich an Paula fragen, dass sie kurz filmen kann. Ansonsten... Gut! Seht ihr immer noch Christmas? Warte! Warte. Nicht wackeln. Ah, die macht das ganz clever, ne? Die sortiert sich gut. Na, ja, wenn du rumkommst. Komm ruhig noch einmal. Ja, super, richtig gut. Okay, das mit dem Film hat jetzt nicht so geklappt, weil Paula parallel schon die nächsten fertig gemacht hat. Und ich glaube, den kennt ihr noch gar nicht, wenn der Vlog online kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Vorstellungsvideo zu ihm dann schon online ist. Auf jeden Fall ist es schon gedreht, aber ich habe unseren
Veröffentlichungsplan gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, entweder ist es online oder es wird in den nächsten Tagen für euch online kommen. Wir haben gestern schon ein paar Sprünge gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht und machen wir jetzt heute gleich noch einmal hinterher. Das war eigentlich anders geplant. Eigentlich sollte Katrin ihn reiten, aber das passt jetzt hier mit den kleinen Sprüngen ganz gut, sodass wir einmal ein bisschen umdisponiert haben. Man muss ja immer spontan bleiben und müssen aber gleich erstmal hier noch eine Sau. Ah! Siehst du, ich habe gerade gesagt, es ist ganz schön viel gekackt worden. Und man hört es wahrscheinlich. Irgendwo da oben sind gerade die Dachdecke unterwegs. Stört ihn jetzt nicht. Völlig entspannt. Aber das hat auch unseren Plan heute etwas geändert, da wir eigentlich eine junge Stute, die jetzt letzte Woche frisch eingezogen ist, heute das erste Mal reiten wollten. Also die ist angeritten, aber halt jetzt hier das erste Mal reiten wollten nach Sommerpause, die sie jetzt hatte. Das muss jetzt vielleicht nicht sein, wenn die Dachdecker hier oben rumstiefeln. Okay, heute muss ich irgendwie ein bisschen öfter umplanen. Nicht so schlimm. Ich hole jetzt gleich einmal Maya mit rein und mache die für Katrin fertig. Dann können die nämlich gleich mal ein paar kleine Sprünge machen. Sonst bin ich ja Maya immer gesprungen. Aber ich glaube, das tut beiden ganz gut. Ja, siehst du. Guckst du dir das an? Ja? Ich lobe nicht so sehr, sonst staubt es. Nö. Leider habe ich den letzten kurzen Ausschnitt hier nicht auf Video, weil ich da gerade was anders aufgebaut habe. Ja. Das war richtig gut. Maya? Maya? Während Katrin Maya warm macht, gehe ich meiner Lieblingsbeschäftigung Wäsche waschen nach. Und dann machen wir mal ein paar Sprünge. Vorher nehme ich gerade auch mein Waschmittel hier aufgefüllt. Oh, ging jetzt was daneben? Und da seht ihr, was ich vorhin gesagt habe, dass jetzt das Haus wahrscheinlich eingerüstet wird. Ah je, naja, drei Kreuze und das hatte ich jetzt. Der nächste ist auch fertig. Ich bin hier schon mal noch dabei, die Trensen sauber zu machen, dass die immer wieder ordentlich da hängen. Und dann gehe ich gleich rein zu Maya. Perfekt, sehr schön. Wenn ich die nächste Wäsche geholt habe, hat Paula schon mal die neue Speed-Bestellung ausgepackt, die gerade ankam. Und hauptsächlich gab es wieder Nachschub am Muscle Boost, aber genauso auch jetzt zur Unterstützung vom Fellwechsel und Co. Zum Beispiel den Zig Boost für einige Pferde oder auch hier Mobility, also bunte Auswahl. Bei vielen Pferden sind es eben auch viele verschiedene Bedürfnisse. Hallo, hallo. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Hallo, hallo. Springen wir jetzt ein bisschen? Ja? Ja? Nach dem Mittagessen geht's direkt mit Castor weiter. Da bin ich schon mal. Ich habe hier vorher schon alles bereit gehangen. Satte Trense ist alles schon da. Kann ich noch Schweif und Mähne machen in der Zeit. Noch mal eine Wäsche ansetzen und dann geht's los. Ich stelle mal den Pibo auf. Ich bin mal gespannt, wie Kasse das jetzt findet. Hier ist es nämlich gerade schon, gut, jetzt stehen sie gerade, aber ganz schön laut. Es wird bei uns schon die Winterarbeit ein bisschen eingeläutet. Ich habe hier einmal Cavaletti und Kreuz einzeln zum Warmspringen. Wow, wieso habe ich das denn jetzt geholt? Ich wollte eigentlich den Hocker in die Mitte stellen. Wahnsinn, dass ich nämlich nach dem Umbau direkt innen wieder aufsteigen kann. Habe hier so eine kleine Reihe auf die Seite gemacht. Die nutze ich jetzt mit Castor. Nachher machen wir noch Springtraining für die Mädels. Da kann ich das nämlich auch gleich mit denen machen. Schön für die Mädels für Sitzschule. Und schön unabhängig von der Hand sein an den Sprüngen. Das ist immer so
vor, hier so in-out 3 Meter und dann so 6,5 Meter knapp. 6,5 sind es. Hier zum kleinen Steilsprung. Und um da schön Mitte zu haben und mit dem den Sprungablauf gleich so ein bisschen an der Baskül zu verbessern, habe ich da mal die V-Stangen liegen. Ja, und dann werde ich auch, habe ich da schon vorbereitet, mit den Schellen die Kreuze auch mit höher legen. Und werde aber vorne Kreuze lassen. Und es wird jetzt nicht hoch oder so heute, aber eben so ein bisschen Gymnastik ist heute angesagt. Für die älteren Pferde sind solche Umstände ja meistens auch ein bisschen aufregender, weil die kennen das ja einfach anders und dann ist auch einmal eine Änderung und dann regen sie sich so ein bisschen mehr auf. Die jungen Pferde sind ja jetzt alle noch gar nicht so lange da und für die ist eh alles neu. Hallo! Hallo! Oh Gott, ich wacke ein bisschen. Jetzt halte ich auch mein Handy still. Oh, du passt ja zu meiner Schabracke. Naja. Ja. Was war jetzt? Hallo. Hallo. Die Hochplatte, nur das vordere Abteil. Hat das jetzt noch Sinn ergeben, was ich erzählt habe, oder wurde ich unterbrochen? Naja, jedenfalls glaube ich, dass ihr wisst, worauf ich hinaus will. Während Rabispony. Ich jetzt mich mal hier so ein bisschen noch warm mache mit Castor. Machen die Mädels einmal die Hofplatte ein bisschen sauber. Das ist halt mit den ganzen Bauarbeiten hier gerade auch echt ein Fass ohne Boden. Also man braucht eigentlich auch gar nicht anfangen. Aber so das Grobe ist jetzt durch. Wir hatten ja letzte Woche Heulieferung bekommen. Und da ist natürlich auch einiges liegen geblieben. Und das machen wir jetzt einmal so ein bisschen Razzia wenigstens, bevor es dann nachher wieder genauso aussieht. Aber ich sag euch, wenn wir das Ding hier überstanden haben, mit diesen ganzen Solaranlagen, alles fertig ist und der Stall jetzt in den nächsten Wochen ja fertig wird, zumindest so halbwegs fertig, also bezugsfertig, dann mache ich nicht nur 3 Kreuze, dann mache ich mindestens 5.
Ich bin sehr zufrieden. Es ist vor allem völlig unerwartet, dass er so völlig entspannt ist, obwohl hier echt Bambule ist. Ich habe es mir jetzt selber noch nicht angeguckt, aber vom Gefühl her hat er das sehr gut gemacht. Er macht ja einen sehr, sehr guten Sprung, aber nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem immer weiter an was arbeiten, auch wenn es gut ist, weil sonst wird es schlechter. Und jetzt höher habe ich nicht gemacht. Hätte ich auch noch mal weiterstellen müssen für höher, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja wirklich um dieses locker Gymnastizierende, weil ich jetzt auch mal so ein bisschen den Eindruck hatte, er ist in der linken Lendenwirbelsäule so ein bisschen, also in dem Bereich einfach, so ein bisschen fest und hat aber heute von Anfang an auch links Travers sehr gut gemacht. Also scheinen wir da gerade schon was zu lockern. Da hat man nämlich jetzt so ein bisschen feste Probleme. Aber ich bin sehr zufrieden. Er ist immer so ein bisschen nach links gesprungen. Weiß nicht, ob man das auf den Videos sieht. Aber das ist ja nicht schlimm. Da muss ich dann einfach schauen, dass ich das nächste Mal vielleicht nur eine Stange schräg ranlege. Weil da ist er schnell, dass er, wenn er so ein bisschen nach links springt, dann konzentriert man sich darauf. Dann springt er ein bisschen weiter rechts. Und dann ist es wieder, dass man wieder ein bisschen von rechts wegkommen muss. Also immer wieder wichtig, dass wir da auch am mittigen Sprungablauf arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und habe mir auch schon für die nächsten Tage, dann nächste Woche, so ein paar Ideen im Kopf zusammen gedacht, was ich mir gleich mal aufschreibe, sonst vergesse ich es, was wir nächste Woche an Stangenarbeit so ein bisschen machen können. Und ich nehme jetzt gleich noch einmal das Novaphone zur Hand. Und zwar hier das neue Modell Power 2, sogar Hi Momo sagt es zu mir, und nehme dann jetzt auf einmal den Telleraufsatz runter. Habe den einmal gegen den XL Telleraufsatz getauscht und mache jetzt noch ein bisschen Nachbehandlung. Ne? Wir werden wissen, fegen die Mädels heute fleißig. Wir sind hier fleißig, die Dachdecker sind auf dem Dach fleißig und du entspannst. Hier ist auch schon alles fürs Wochenende vorbereitet, Stroh und Heu nochmal aufgefüllt. Also so viel brauchen wir jetzt nicht fürs Wochenende, um Gottes Willen. Aber wir versuchen das eben immer vorm Wochenende alles fertig zu haben, dass es am Wochenende dann nicht extra noch aufgefüllt werden muss. Keine Ahnung, wie viele Waschmaschinen ich in den letzten 2 Tagen gewaschen habe. Unzählige, aber ich bin fast durch. Ich klette hier bei den Vitana-Gamaschen, das sind ja so Stallgamaschen, so Infrarotgamaschen, die ich aber auch als Transportgamaschen nutze und als Stallgamaschen für die Püppi auf Turnier, weil sie ja gerne so mit angelaufenen Beinen zu tun hat und genauso auch, wenn es jetzt so eben dieses nasskalte Wetter losgeht, auch zu Hause für nachts, wenn sie drin steht. Das hilft ihr sehr gut, den Lymphfluss wieder besser zu aktivieren. Klette ich dann immer so umgedreht zusammen, dass nicht der Klett überall hängen bleibt. Dann ist gleich auch die schmutzige Seite außen und wird gut sauber. Ich bin gerade dabei, mein grünes Heftchen voll zu kritzeln. Oder, naja, kritzeln nicht. Eigentlich ist das eben mein Heftchen für alles ordentlich aufgeschriebene. Für die anstehende Mali Motivation und habe mir meine Folgen, ich glaube, alle müssen es jetzt sein, hier schon mal eben, das ist wirklich hier hingekritzelt, aufgemalt und streiche jetzt ab, was ich jetzt ordentlich ins Heft übertrage. Mache mir da immer noch Notizen, was mir eben dann wichtig ist zu erwähnen, was der Fokus ist und worauf man achten soll. Und ihr könnt euch übrigens freuen, das kann ich auch schon mal ankündigen. Letztes Jahr konnten wir die Money Motivation, das ist ja so eine Reel-Serie, die wir eingeführt haben, nur auf Instagram ausspielen, weil es halt vom Format her bei YouTube überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Aber es gibt ja inzwischen die Shorts, die wir ja jetzt auch angefangen haben mehr zu nutzen. Und da ist eben unser Plan, auch die Money Motivation jedes Mal mit rauszuspielen. Also könnt ihr jeden Montag jetzt auch hier bei YouTube, falls ihr eben nicht bei Instagram angemeldet seid, das Ganze mitverfolgen und nutzen für euer Training. Und könnt da gerne alles nachreiten und euch Inspiration holen für die Winterarbeit. Und
Ich kann auch schon sagen, dass es 18 Folgen geben wird. November bis einschließlich Februar wird das Ganze laufen, aber das ist schon der 31. Oktober, wo die erste Folge kommt, weil das dann eben der Montag dementsprechend ist. Heißt also, es ist nicht mehr viel Zeit, ich will das fertig haben. Also wie gesagt, so steht es ja, aber da bin ich ein kleiner Streber, war ich schon in der Schule. Meine Hefte und so waren immer sehr, sehr ordentlich und alles hatte seine Ordnung und seine farbliche Zugehörigkeit von Überschriften, Unterüberschriften und da kann ich mich drin verlieren. Ganz so krass mache ich das jetzt hier nicht, dafür habe ich nicht die Zeit. Aber halt wenigstens alles schön geordnet aufgeschrieben zu haben, um dann eben auch beim Dreh das alles parat zu haben und dann nicht anfangen, dass ich dann nicht anfangen muss, irgendwas rauszusuchen und zu kramen und das wieder Zeit frisst, sondern ich habe alles auf einen Blick da, wie was aufgebaut werden muss und wie geritten werden muss und ich freue mich sehr drauf. Heute wird es vlogtechnisch ruhiger werden. Der Samstag ist ja normalerweise Springtraining-Tag für die Mädels, aber wie ich das gestern überhaupt gesagt? Jedenfalls haben wir das gestern Abend schon gemacht und wir bekommen nämlich jetzt gerade in dem Moment Besuch von Familie und sind jetzt auch gleich zum Mittagessen auf dem Hexentanzplatz. Haben wir einen Tisch reserviert, weil das ist so ein schöner Ausblick da. Also falls ihr von hier kommt und da noch nicht wart, was ich eigentlich nicht glaube. Kleiner Geheimtipp in diesem Restaurant da, in diesem Hotel, Restaurant, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Jedenfalls, auf jeden Fall Tisch 7. Und dann gibt es nochmal das gleiche auf der anderen Seite vom Raum. Du weißt ja aber nicht, welche Tischnummer das ist. Absolute Empfehlung, richtig geil, weil man so einen grandiosen Ausblick hat. Und dann waren wir letztens durch Zufall und hatten den Tisch und haben gesagt, okay, müssen wir direkt für heute reservieren, weil wir eben wussten, dass ja heute die Family oder ein Teil der Family da ist. Und da sind wir jetzt gleich auf dem Weg hin. Die Mädels machen gerade Stall, machen Stallarbeit, können dann reiten, ganz in Ruhe. Aber Springtraining, wie gesagt, ist heute nicht. Hatten wir gestern schon. Und dann wird heute hoffentlich nochmal einiges fertig bekommen. So Paddocks wieder sauber gemacht. Haben wir gestern alles schon fertig gemacht. Aber je öfter man das kleinschrittig macht, desto weniger Arbeit ist es ja im Großen und Ganzen. Und ich mache jetzt mal schnell Schluss und gehe mal runter und sage Hallo. Ich kann euch sagen, diese ziemlich spontane Ausflug vorhin, also es ist ein guter Freund von der Familie, der jetzt eben gerade da ist und uns da gleich einmal einen Rundflug gegeben hat mit seinem Flugzeug. Es war krass. Also ich glaube, das erlebt man halt so schnell auch nicht wieder, wenn man sich selbst einen Flugschein hat. Ein wunderschönstes Sonnenwetter zum Sonntag. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.
Ja, und du genießt den Sonntag ganz besonders, ne? Leg den ganzen Tag in der Sonne. Oh. Du bist einfach der Beste. Hm? Und Laika ist währenddessen schwer beschäftigt, sich hier an den runtergefallenen Walnüssen zu schaffen zu machen. Und seid ihr genauso glücklich wie ich? Ah! Unsere Winterdecken sind wieder da. Und das sind teilweise meine, so ein paar einzelne sind noch von Conny, so Ponydecken. Aber sind auf jeden Fall einige. Ich glaube 35, 40 oder so waren es insgesamt. Und ich hoffe, die sind jetzt natürlich nicht nur sauber und repariert, sondern auch wasserdicht. Ich werde die dann hier auch nachher, naja, vielleicht auch morgen, auch noch einsortieren. Ihr seht, ich bin auch im Sonntags-Gammel-Look unterwegs, aber wir genießen jetzt einmal nochmal diese wunderschöne Sonne im Garten. Letztes Jahr hatte ich ja dieses Deckendesaster und da waren 99% meiner Regendecken nicht mehr wasserdicht am Ende. Von wegen imprägniert und nee, wir waren alle komplett durch und zwar nach ein bisschen Regen in kürzester Zeit. Es war wirklich sehr nervig und natürlich auch super viel Nerverei mit Fahren, weil ich dann, also ich bin da eine Stunde hingefahren pro Strecke, die Decken wegzubringen und abzuholen ja jeweils und dann nochmal zur Reklame und es hat immer noch nichts gebracht und also ich habe mich so geärgert, dass ich dieses Jahr hoffentlich besseres Händchen für meinen Reinigungsservice hatte. Das wurde jetzt sogar alles sowohl abgeholt als auch mir wieder hergebracht. Geiler geht's eigentlich gar nicht. Wenn wir die Decken jetzt bei Schmuddelwetter dann das erste Mal probiert haben und das alles hoffentlich wasserdicht ist und das alles funktioniert, dann kann ich euch auch gerne einen Tipp geben, wo ich das habe machen lassen, weil dann werde ich das definitiv im Frühjahr auch gleich wieder abholen lassen und weiter wieder machen lassen, weil besser kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe die Fahrerei nicht, ich habe nicht die Zeit, die ich dafür aufbringen muss, dann noch das mit dem Abholen und so zu organisieren, sondern das hat jetzt jedes Mal reibungslos funktioniert, auch wenn jetzt Sachen waren, die, wo Decken blöd kaputt waren, wurde ich angerufen, ob sie das jetzt wirklich reparieren sollen, weil das würde halt quasi den Wert der Decke auch übersteigen, also ob sich das jetzt noch lohnt und also es wurde halt nicht einfach blind irgendwas gemacht, sondern es wurde wirklich darauf geachtet, dass es halt auch sinnvoll ist und ja, das hat mich bisher alles sehr überzeugt. Jetzt muss natürlich noch die Qualität stimmen und dann, wie gesagt, sage ich euch auch mehr dazu. Der Montagmorgen startet hier wieder mit bester Bodenpflege. Alex hat vorhin geschleppt und die Halle wird jetzt noch gewässert. Ich weiß gar nicht, ich glaube einmal müssen wir dann noch umstellen. Mal schauen, aber auf jeden Fall geht es dann gleich los mit Reiten für mich. Wir werden jetzt gleich ein neues Vorstellungsvideo für euch drehen von einer neuen Fuchsstute, die eingezogen ist. Und dann kommt heute auch noch ein neues Pferd mittags. Eine vierjährige Stute, ich glaube vier ist sie. Die ist natürlich wieder braun, nicht dass wir hier zu bunt werden, das können wir nicht verantworten. Also das Gleichgewicht muss erstmal wieder hergestellt werden. Ja, ansonsten habe ich einiges zu reiten, kann da nachher bestimmt auch ein kleines bisschen was mitfilmen. Und Anna hat gerade gerufen. Benna, komm, Benna, komm, Benna. Komm, wir gehen jetzt herholen. Okay. Die Olala steht schon bereit. Die Olala. Die Olala. Die Lola bei uns. Heißt die Lola? Ja, Conny nennt sie immer Lola. Was kommt denn hier? Der Dackel. Der Dackel. Hallo. Hallo, kleines Füchschen. Hallo. Hallo, du musst mal süß sein. Und Mercy und Gordon werden wir nachher einmal zusammenstellen, wenn die beide noch was gearbeitet haben nachher. Oh, du siehst gerade aber mopsig aus, wenn du so stehst, kleiner Mann. Und dann
sind das hoffentlich neue Koppelpartner. Hier wird noch gebeamert. Parallel wird noch der Stall. Hey, fertig gemacht. Ich weiß, alleine stehen ist noch nicht so deins, ne? Musst aber auch lernen. Die nächste Dame steht schon bereit. Okay, das ist kein vorteilhafter Winkel für dich, Christmas. So ist besser. Christmas beamet jetzt erstmal eine Runde. In der Zwischenzeit wird Rusty hier draußen longiert. Es ist super warm heute. Und der Wind ist auch richtig warm und mild. Das ist richtig komisch für Oktober. Ah, der lässt sich gar nicht beeindrucken von dem Gerüst, ha? Voll gut. Drin ist Katrin schon mit Melli fleißig. Hier rumpelt's. Was rumpelt's denn hier? Und was hast du? Zink, sehe ich, oder? Ach nee, das ist auch lila. Okay. Oh, Senior. Für meinen kleinen Alten. Für den Risto. Für den kleinen Obi. Oh. Den ich noch nicht so nennen darf, weiß ich. Aber ich nenne ihn trotzdem so, weil Obi klingt sehr. Ja. Klein. Leica bewacht das Büro. Das machst du super. Hat Unterstützung von Emmy. Ich werfe schnell eine neue Waschmaschine an. Das könnte ich auch sonst machen. In der Zwischenzeit sollte. In der Zwischenzeit noch nicht ganz fertig. Ist aber auch nicht schlimm, dann kann ich schon mal das satte Zeug noch holen. Hallo, hallo, hallo. Dann ist es fertig und dann können wir los. Tut das gut? Das Sattelzeug, was wir jetzt hatten, habe ich alles gleich wieder wegsortiert und Trensen geputzt. Das machen wir ja immer, wenn wir sie benutzt haben. Dass einfach alles immer ordentlich da hängt. Auch die Sättel werden regelmäßig drüber geputzt, dass sich auch der Schweiß und Dreck gar nicht erst so ins Leder reinfressen kann. Das merkt man ganz deutlich der Lederqualität dann einfach an, vor allem langfristig. Und man hat eben immer sauberes Zeug, gerade wenn wir ja viel drehen, fängt man dann nicht an. Oh, ich muss erstmal putzen. Und ich hatte ja schon erwähnt, wow, meine Haare machen hier auch eine kleine Party, dass wir jetzt ein, zwei Tage nicht da sind und wir sind teilweise auch in fertiger Mission unterwegs, verbinden das gleich noch mit einem Familienbesuch, weil wir eh alles so in einer Ecke da miteinander dann abfahren können. Und unter anderem werde ich auch ein bisschen Pferde probereiten, wahrscheinlich auch selbst. Aber vor allem kennenlernen und ja, mal schauen, was sich daraus so ergibt. Ich habe da schon ein bisschen geguckt, so bei Raimondo und Co. Das kann, glaube ich, ganz cool werden. Bin ich sehr gespannt. Und es ist ganz schön windig draußen jetzt geworden. Es ist jetzt zum Glück warm, aber trotzdem mit dem trockenen Boden fliegt da schon einiges durch die Gegend. Aber das Wetter soll halt morgen auch einmal umschlagen. Morgen ist so ein schlechter Tag, deswegen haben wir jetzt heute auch den Dreh mit Olala gleich gemacht. Um dann nicht irgendwie den kompletten Regentag dann morgen zu haben. Also es geht ja in der Halle trotzdem, aber trotzdem ist es ja mit Sonne einfach ein bisschen heller, freundlicher. Und man hat jetzt auch nicht das Regengeräusch da auf den Aufnahmen vom Dach. Deswegen haben wir das heute alles gleich abgedreht. Anna ist gerade dabei, 3 Videos zu schneiden. Und sind es 3? Genau, 3 Videos hatten wir schon fertig gedreht. Oh, bei dem einen muss ich noch was ergänzen, glaube ich. Dann heute das 4. noch gedreht. Vlog ist gerade am Entstehen. Also wir sind gerade sehr gut im Zeitplan. Ein 5. Dafür müssen wir nicht 10, das muss nur noch geschnitten werden. Also es ist gerade alles sehr, sehr gut in der Produktion, weil wir halt auch so ein bisschen Platz brauchen. Wir müssen YouTube so ein bisschen vorbereiten, um die Monday Motivation dann immer mit durchzuziehen, weil das ist ja dann auch ziemlich aufwendig mit Dreh und allem, weil wir das dieses Jahr auch noch ein bisschen anders gestalten. Und da sind jetzt diese Woche auch die Vorbereitungen dafür auf dem Zettel, also wie es gestalterisch dann umgesetzt wird, filmisch, und wie wir das dann alles, also das Konzept steht. Ich glaube, das hatte ich euch auch
gezeigt, also die Folgen, der Inhalt steht, aber eben das, wie wir es umsetzen, darüber müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen. Hier wird gerade der Offenstall von den Ponys grundgereinigt, grundgemästet, weil die jetzt auch Wurmkuren die Tage bekommen haben. Und dann wird hier einmal gleich komplett neu eingestreut, wenn es fertig ist. Das neue Pferd ist auch gerade eingezogen und steht völlig tiefenentspannt, trotz ordentlich Wind auf dem Paddock, und macht einen sehr relaxten Eindruck. Und da sind wir sehr gespannt. Das ist eine richtig, richtig hübsche Maus. Ich habe es gerade verpasst. aber die beiden stehen jetzt schon zusammen. Und da schauen wir doch direkt mal. Ich wollte euch das eigentlich gezeigt haben, aber das hat jetzt, haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, dass ich dabei sein wollte. Aber ist ja nicht schlimm. Aber ich werde euch jetzt sowieso keinen Ton hier drin lassen können. Es ist nämlich sehr windig. Hallo, du kleine hübsche Maus. Ich tue dir nichts. Hallo. Hallo. Ja. Ich habe da gesagt, sie ist bitteschön. Und Montana haben wir jetzt das erste Mal geritten. Ich kann euch ein paar Mini-Ausschnitte einblenden. Auch richtig super. Oh, die kennt ihr noch gar nicht, oder? Jetzt kennt ihr sie. Ist auch eine braune. Wie alle hier. Na? Was sagt ihr zueinander? Ja? Die Kasals unter sich wieder? Was warst du denn? Juckt's? Und ich schnapp mir jetzt die Lavar. Das ist die Lavar. Das ist Rusty. Man verwechselt sie schnell. Lumpy hat vorhin schon mit Katrin Dressurstunde gehabt. Und Antonia möchte jetzt gleich noch Cassano reiten. Wenn die fertig macht, kann ich noch schnell mit die Lavar was machen. Na, mein Schatz? Ja. Du hattest heute auch schon deine Einheit. Du bist doch auch schon fertig. Hallo, Future Champ. Hallo, hallo. Was machst du? Jetzt, das musst du aber jetzt nicht fressen, oder? Ja, ich glaube, das musst du hier nicht raussammeln. Du. Wie war das? Ach, die Lava. Ja, was ist da denn eigentlich passiert? Hatte der schon nein, immer? Nein, Stehphase hier in der Box hat er sich den einmal so abgeschlagen. Ach so. Pending, ich hab's geregelt. Traumhaftes Wetter heute, aber zum Glück kamen ja
die Decken pünktlich an. Oh, und da hinten, ah, das seht ihr jetzt nicht, wo gerade der Manneskop fährt, da kommt gerade die Lieferung an Solarplatten, wie das aussieht. Also sieht sehr danach aus. Richtig gut. Und es hat schon ordentlich geregnet in der Nacht. Hier ist auch schon richtig viel vorbereitet. Und oh, es wird so gut aussehen. Aber jetzt muss ich erstmal schnell hier die Regendecken ein bisschen auseinanderklamüsern, welches Pferd jetzt noch was braucht. Einige habe ich schon hinten, aber nicht für alle, die jetzt was benötigen. Lumpy hat einen riesen Heuberg vor sich, weil Rusty und die Lava jetzt erstmal kurz drin bleiben. Die haben nämlich Schmied. So geht es manchen Pferden. Lass wir das erstmal fertig machen und dann können die raus. Und passender könnte das ja jetzt gar nicht sein. Ist ja jetzt die Woche gerade das Video online gegangen, wo ich eben auch dieses Share- und Deckenthema aufgegriffen habe. Und genauso wird es jetzt hier gerade gehandhabt. Da kommen jetzt die Platten anscheinend erstmal zwischengelagert hin. Das kann ich. So, jetzt kommt nur noch Castor erstmal raus und der Rest hat Schmied. Auf jeden Fall sind alle abgehärtet in vielerlei Hinsicht. Leica findet auch alles furchtbar, nimmt nur die kürzesten Wege, um wieder ins Trockene zu kommen. Ne, es ist nicht dein Wetter. Da gehen wir aber nicht hoch. Nein, wir gehen an die Wäsche, Mäuschen. Wir gehen doch an die Wäsche. Ich musste mich auf jeden Fall erstmal umziehen. Ich brauche definitiv meinen Regenmantel, weil es wird nicht weniger. Und ist schon nicht wenig, was da gerade runterkommt. Und ich muss jetzt erstmal Pferde reinholen. Das ist übrigens ein wunderschöner Ausblick hier, den wir jetzt hier haben. Aber hoffentlich ja nicht mehr lange. Und werde jetzt mal anfangen zu reiten. Ich werde jetzt aber, glaube ich, den Vlog einmal beenden, weil der ging schon über viele Tage. Und ich glaube, es ist viel querbeet mit gefilmt worden. Und daher verabschiede ich mich einmal. Wir sehen uns am Dienstag, Donnerstag und dann wieder am Samstag zu neuen, ich nenne es jetzt mal Hauptvideos. Und zwischendurch gibt es ja jetzt immer die Shorts, die euch so ein bisschen andere Einblicke noch geben und kleine Teaser auf neue Videos, die dann kommen werden, schon mal ein bisschen versprühen. Und ich glaube, es wird sehr cool werden, was jetzt so die nächsten Wochen passiert. Auch wenn jetzt turniertechnisch jetzt ein bisschen ruhiger ist, haben wir viel vor. Ich hoffe, dass jetzt hier zu Hause alles soweit weiter klappt und dann werdet ihr das ja alles nach und nach mitbekommen. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss. Ich habe noch ein absolutes Highlight zum Ende. Entschuldigung. Wie siehst du aus? Alter Schwede. Was hast du gemacht? Ja.